Zur Hälfte. Komm, können wir es mitnehmen? Ich möchte das Foto nicht mitschleppen. Ja, warum denn nicht? Dann guck dir das Lexikon an. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Alles klar, wissen wir Bescheid. Gut, dann können wir es mitnehmen. Ja, wunderschön. Gehe zu dem. Oh, ob das so schlau ist. Wo sind wir denn? Können wir denn hier nicht irgendwas. Oh, ein Poloschläger. Den gucken wir uns mal an. Gucken wir uns den mal an. Ein Meisterstück. Hey, der könnte doch. Warte mal, den nehmen wir mit. Ein Poloschläger. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Irgendwas? Schreibtisch, Schublade. Warte, wo war hier eine Schublade? Wo war. Ich habe das gelesen. Schublade. Da. Die gucken wir uns erstmal an. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst, gerade war der Spieler beeindruckt. Ja, voll gebannt war er. Können wir hier irgendwie. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Können wir das irgendwie aufbrechen? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Kugelschreiber, Poloschläger, ja. Okay. Können wir hier raus? Können wir überhaupt raus? Huch. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen, ich musste auf Toilette und habe mich verlaufen, ich habe keine Psy-Kräfte. Dieser Minigolfwächter hat mich freigelassen, mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit teleportiert. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Versuche uns mal rauszureden und sagen... Ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle! Ha! Niemals! Ja. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals! Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert. Ich hab Zeit. Du, mein Freund, ich habe auch ganz viel Zeit. Ich habe richtig viel Zeit. Was haben wir? Achso, was haben wir denn hier? Komm, mit dem Poloschläger. Huch. Können wir den... Huch, jetzt haben wir den niedergeschlagen. Edna erschlagen, großes Tier. Ugg. Oh, und okay, machen großes Feuer. Großes Feuer. Machen große Feuer. So, nehmen Hulgor. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Können wir den, Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ja, können wir den irgendwie, Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Natürlich, natürlich. Können wir den irgendwie... Geht das denn? Nee, geht nicht. Okay, ja doch, komm, dann lassen wir den einfach da stehen. Ist das scheißegal, komm. Gehen wir mal. Ich sollte erst Hulgor beiseite schaffen. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madame. Ach Mann, wie sollen wir den denn, haben wir hier irgendwas, Harvey, bla bla bla, vielleicht damit, mal schauen. Ich bin nicht Dr. Helsing und das ist nicht Dracula. Van Helsing, okay. Oh, warte mal, nehmen. Genau, ich ruf nur kurz meinen Spediteur an. Benutzen. Benutzen.
Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Jetzt hängt er. Okay, alles klar. Batman. Nee. Komm, machen wir wieder zu. Komm mal, hallo? Zumachen. Geht nicht. Benutzen. Zumachen. Ah, okay. So, jetzt können wir aber gehen, oder? Jetzt schauen wir mal. Hallo? Kommt da noch wer? Hallo? Ah, okay. Eine wunderschöne Blume. Schauen wir uns die mal an. Eine besonders rankige Ranunkel. Eine Ranunkel. Können wir die mitnehmen? Oh. Hoppla. Absicht. Psst. Nein, war es nicht. Können wir die Scherbe hier mitnehmen? Das macht jemand anderes weg. Okay, aber sonst ist hier nichts, ne? Was? Schuhe? Ach, Säule. Schauen wir uns mal die Säule. Halt! Nein. Wir schauen uns erstmal die Säule an. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Ja, das würde ich auch sagen. So, können wir die nehmen? Nee, wahrscheinlich nicht. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Ach was. Dachluke. Schauen wir uns mal die Dachluke an. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. 40 Liter Himmel, okay. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Ja, vielleicht ein bisschen. Benutzen? Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Oh, Entschuldigung, das kam jetzt plötzlich. Ich habe aber direkt das Mikro ausgestellt. Normalerweise passiert mir das nicht, aber das war jetzt wirklich... Entschuldigung. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Bitte entschuldigt, dass ich gehustet habe. Das tut mir wirklich leid. Was ist denn heute los? Ich glaube, ich werde krank. Das ist nicht gut. Gut, dann gehen wir mal in diese Tür. Gehtür, so. Dann gehen wir rein. Na los. Ah, ganz viele Sachen hier. Kartons, Kegel. Radioaktiv. Mixer, Wäsche. Oh, eine Alf-Puppe. Oh. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Nein, ist es nicht. Hallo, nein, ist es nicht. Ich will Alf mitnehmen. Hallo? Nee. Ich will die Alf-Puppe mitnehmen. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Oh, voll die Kunstbanause. Was soll denn das? Nee, das ist... Oh, hallo, ich mag Alf. Hallo, unser kleiner, pilziger Freund vom Planeten Melmark. Ja, auch okay, die essen vielleicht auf ihrem Planeten Katzen. Aber das ist doch egal. Das ist Alf. Ich wollte schon immer mal einen Alf haben. Was soll denn das? Blasphemie! Was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Eine Lampe. So, okay, dann schauen wir uns mal alles an. Was da wohl drin ist? Huch! Das klingt nach... Ja, fast so als ob... Was passiert da? Potztausend, das ist Glas! Eieiei, jetzt haben wir mal richtig was kaputt gemacht hier, komm... Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Alle zusammen tanzt das Brot. Tam, 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 tam. Hallo? Ansehen. Die sind unvollständig. Ein unvollständiger Kegel. Ach, da unten ist eine Bowlingkugel. Die erinnert mich an Hulgur. Ja, so ein bisschen, ne? Schauwäsche. Ein Haufen weißer Kittel. Okay, dann, und hier oben? Ein Haufen weißer Kittel. Okay, dann, hier oben, was haben wir hier? Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Man weiß es nicht, okay. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor?
Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, schaue Reagenzgläser, schaue an. Was haben wir hier? Hirn! Oh, hier ist ein Hirn! Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Alles klar, natürlich. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier? Ein Mixer. Nette Farbe. Na, okay, um die Farbe kann man jetzt streiten, aber... Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Ja, das würde ich auch sagen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier mitnehmen können. Können wir Reagenzgläser mitnehmen? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, das würde ich auch sagen. Nee, ich fand, also Chemie hatten wir, glaube ich, nicht. Physik hatten wir zum Beispiel nicht in der Schule. Außer dann später, aber das ist eher eine private Geschichte. Jedenfalls, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Physik ist für mich wie Hebräisch. Das ist etwas, was ich nicht beherrsche. Das heißt, wenn da vorne jemand steht und über Physik redet, dann verstehe ich kein Wort. Ich habe keine Ahnung von Physik, tut mir leid, da bin ich zu doof für. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ist nicht meine Welt. Wer es mag, freue ich mich. Wunderschön. Meine Welt ist es nicht. So, dann schauen wir... Wir nehmen das Gehirn. Pfoten weg. Huch. Mensch, stell dich nicht so an. Die Kegel. Wozu? Die sind unvollständig. Okay, dann nehmen wir den Mixer. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Ach so. Okay, dann nehmen wir das radioaktive Zeug. Hm, schmeckt nach Ananas. Warum probiert die das? Und Wäsche. Ach so, nehme Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ja, okay, tralala, tralala. Ach, hier ist noch ein Fenster. Gehen wir mal zum Fenster. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Ja, im Turm von Babel, meine Liebe. Meine teuerste. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Ja, natürlich. Können wir das Fenster benutzen? Ah, okay. Dann gehen wir mal... Kommen wir hier raus? Gehe zur Dachkante. Och, du liebe Zeit. Hallo? Ach, du liebe Zeit. Antenne. Was haben wir hier? Schauen wir uns das mal an. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Natürlich. Können wir davon irgendwas nehmen? Ich empfange auch so schon genug. Aha. Kannst du mit dem reden? Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Okay. Komm, gehen wir mal da lang. Oder ist hier noch was? Warte mal, ist hier vielleicht noch irgendwas hier? Die Rohre... Antenne, gehe vor, gehe hoch, gehe dahin, bla bla bla. Nee, komm, gehen wir dahin. So. Gehen wir mal dahin. Wo ist denn Edna? Ach, da hinten. Okay, Gitter. Gehe zur Dachkante. Da hoch kommen wir nicht. Nochmal hier hin. Gitter. Schauen wir uns das Gitter mal an. Los, schau Gitter an. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Okay. Und hier unten, schauen wir uns das mal an. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ja, das würde ich auch sagen. Von hier sind wir ja gekommen. Hier unten ist unten, okay. Hier unten ist unten. Ja, das ist auch schlau. Gut, dann... Können wir hier lang? Das kriege ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Ah, okay, alles klar. Ich habe verstanden. Gut. Wo haben wir... Okay, hier. Sehen Sie nun,
Die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, das stimmt allerdings. So, komm, rein da. Rein da! Warte mal, halt, halt. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Irgendwas... in alter Zelda-Manier immer umschauen. Man weiß ja nie. Geh mal weg da. So. Hallo. Los. Ach so. Ach, das war's schon. Kommen wir hier jetzt wieder raus? Ja, müssen wir mal schauen, ne? Müssen wir mal Looky Looky machen. Looky Looky. Gehe zum Flur. Oh. Oh, 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 oh. Oh, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Warte mal. Gehe zu um in die... Ach, der heißt um. Eieiei. Schaue an. Eieiei. Was machen wir denn? Nehmen... ja, rede mit Reden. Gehe um die Ecke. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Können wir dem auch eine... Das klappt so nicht. Okay, das funktioniert so nicht. Probieren wir das mal anders. Und zwar... Tralali, tralala, probieren wir das mal so. Wir gehen zurück... Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Ach, der feine Herr will sich mit uns duellieren, oder was? Hallo? Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher... Nochmal wird das nicht vorkommen. Bist du dir da so sicher? Okay, komm. Alles klar, dann gehen wir nochmal raus. So funktioniert das nicht. Okay. Alles klärchen. Gehen wir mal nochmal hier hin. Ja, so. Na los. Na los. Tralala, tralala. Na los, Tür ist zu. Gehen wir nochmal in den Flur. Gehen wir nochmal zu ihm in die Ecke. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Jetzt gehen wir hier lang. So, komm. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Da musst du schon früher aufstehen. Yep! Ja, das dauert immer ein bisschen, bis es geladen hat. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Mensch, 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 lass uns doch hier raus, komm schon. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ach komm, mit dir reden wir jetzt gar nicht mehr, komm. Vergiss es einfach, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ja. Ja. Oh, ich hab grad gedacht, unser Inventar ist weg. Okay. Können wir das... Lexikon, das. Lexikons,
Plura, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Okay, ja. Gut, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Heute habe ich ein bisschen mehr aufgenommen als sonst, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise nehme ich immer nur eine Stunde auf, aber das hat mich jetzt so mitgerissen hier. Ja. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play und wir werden mit diesem Let's Play viel Spaß haben. Viel Lachen, vielleicht auch weinen. Ich denke mir, dass es eher ein etwas traurigeres Spiel ist. Traurigeres, ist das richtig? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, liebe Freunde.